Hallo Leute, hier ist wieder Pommelow und wir spielen wieder Pokémon Let's Go Pikachu. Und wie man jetzt schon im Bildschirm sehen kann, habe ich mal Pikachu eine Frisur verpasst. Das ging leider nur, wenn man die Switch im Handheld-Modus nimmt. Und deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen, aber naja, das ist die Frisur, die mir am besten gefällt. Die anderen finde ich jetzt nicht so toll. Wenn ihr die auch wissen wollt, wie die aussehen, dann guckt am besten mal bei YouTube oder so nach einem Video, wo die Frisuren gezeigt werden. So, wir starten jetzt mal das Spiel. Ich habe mich selber wieder im Pikachu-Look gekleidet, also mein Spielcharakter. In der letzten Folge haben wir ein paar Pokémon gefangen, damit wir Shiki abholen konnten. Wir waren im Felstunnel, sind nochmal zurück nach Moria City gegangen und haben da uns die Geheimtechnik beibringen lassen, die Blitz, also die vor allem Blitz ersetzt, sind dann wieder zurück nach Orania City, beziehungsweise nach Azuria City und wollen jetzt durch den Felstunnel. Beziehungsweise müssen da erstmal hinlaufen. Diese beschenkt ihm ohne. Ich sehe, da oben gibt es einen Ibitak. Oder es kommt hier runtergeflogen, das ist dann noch besser, dann können wir es nämlich gleich fangen. Nehmen wir mal einen Superball. Dann geben wir eine Beere, weil das flattert mir hier ein bisschen zu viel rum. So. Ach, diese Steuerung von dem Pokéball ist manchmal ein bisschen komisch. Warum? Ich ziehe doch in die andere Richtung. Ja, nee, ist klar, dass es sich jetzt wieder bewegt. Wo ich es geschafft habe, in die richtige Richtung zu zielen. Oh, und das springt natürlich aus dem Ball. Wie sollte es auch anders sein? Wäre ja auch zu schön gewesen. Vielleicht sollten wir es mal mit einer Himbeere probieren. Ja, nie ist klar. Es frisst die Beere und haut dann ab. Ja, dankeschön für gar nichts. Naja, gut, dann kämpfen wir erstmal eine Runde, um unseren Frust abzulassen. Ah, Moment, Pikachu ist wieder motiviert. Yo, mit einem Schlag. Ein Duflor. Da nehmen wir mal Fukano. Also wir werden hier wieder ganz viele Trainer finden, die kämpfen wollen. Aber das ist ganz gut, um unser Team ein bisschen hoch zu leveln. Ich meine, man könnte zwar auch Pokémon fangen, aber ich finde, Kämpfe sind halt so das, was Pokémon ausmacht. Neben dem Pokémon fangen natürlich, aber ich finde, ab und zu muss man halt auch mal gegen Trainer kämpfen. So.
Nehmen wir mal Chillock. Mit Chillock haben wir nämlich noch nicht gekämpft. So, dann gehen wir erstmal hier oben hin. Was steht denn hier so Schönes auf dem Schild? Achso, okay. Nichts Interessantes. So. Kann ich so mein Ibitak auftauchen? Das würde ich nämlich gerne nochmal versuchen zu fangen. Ja, kämpfe vorher mal gegen den Käfersammler hier. Warum so wenig Wasser? Hä? Warum so wenig Wasser? Ja, weiß nicht. Hä? Keine Ahnung. Beim Baden meine ich jetzt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann bei dir auch nicht so viel. Das Problem, wenn du so leise machst, dann. Okay. Danke. War bei dir auch schon so wenig aus? So. Irgendwie will hier kein Ibitak kommen. Jetzt rennen wir in ein Nidovino rein. Ach, da ist es. Rennen wir ihm hinterher, es versucht zu fliehen. So, mal gucken, ob es uns diesmal gelingt. Nee, Pokéball nicht. Probieren wir es nochmal hiermit. Na, bitte geht doch. Thank you.
So, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, den Rest der Pokémon haben wir. Okay, springen wir nochmal hier runter, weil hier gibt es bestimmt auch irgendein Item. Oder ein Wanderer. Holen wir nochmal Shellock, obwohl, ja doch, wir müssen nur Shellock dann gleich Trank geben. Okay, die Attacke hat uns zum Glück nicht getroffen. Ah, hier war doch noch was versteckt. Oh nee, das ist nicht gut. Wir tauschen mal. Gegen Visaknosp. Okay, ein Radikal. Wir nehmen den mal gegen Radikal. Probieren wir es mal mit Pummeluff.
Okay. Wechseln wir nochmal. Nehmen wir mal Fukano. Ui, das Radikal ist echt ziemlich stark, muss man sagen. Okay, wir brauchen einen Trank. Einmal Item einsammeln. Ah, und noch ein Item. Oh, Donner, das ist jetzt eine gute Frage. Donner an sich ist ziemlich stark, aber hat nur eine Genauigkeit von 70. Donnerblitz würde ich auf jeden Fall lassen. Und Britzelturbo. Hat zwar nur Stärke 50, aber es hat eine hohe Erstschlag- und eine hohe Volltrefferquote. Doppelkick können wir auch gut gebrauchen. Man könnte überlegen, ob man einen Ruckzuck-Hieb stattdessen wegmacht. Ich würde sagen, wir machen es erstmal vorübergehend. Aber ich glaube nicht, dass wir Donner behalten werden. Weil es gibt noch ein paar andere gute Attacken, die Pikachu lernen kann. Aber wir nehmen es erstmal. Oh, und Pummeluff erlernt auch eine gute Attacke. Body Slam. Da machen wir gleich mal Duplex-Hick weg. So, den hatten wir ja schon. Ja, hier ist der nächste. So, dann wollen wir gleich mal Donner ausprobieren. Mal gucken, ob wir treffen. Ja, tun wir.
Animation ist ja schon echt cool gemacht. Was? Wollen wir das WLAN nicht mal? Ich glaube, ich hab's in die Schublade gemacht. Ja. Nimm die Porsche raus. Porsche. Auf. Ach nee, Agilität ist kacke. Agilität wollen wir nicht. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Wirf noch mal hier runter. Hier ist, glaube ich, nichts. Ich glaube, auf der Ebene ist auch nichts. Ja, dann laufen wir einfach weiter. Und jetzt nochmal eine kleine Ehrenrunde drehen. Und Pomelo hängt am Hang fest. Kommt aber gleich wieder zu uns. Da ist es wieder. Ah ja, das Wasser. Da können wir später runter zum Kraftwerk surfen. Wenn wir denn die Geheimtechnik dazu kennen. Noch können wir da nicht hin. Und wir rennen in ein Nidoran. Jetzt sind wir auf unserem Pummeluff. Stupst uns an, ja, schubsen wir mal zurück. Wie süß. Und Pikachu? Geht's auch gut. Habitat. Oh, wir haben wieder ein verstecktes Item gefunden. Und das Ivita kommt auf uns zu. Ich hab's aber schon gefangen. Ich will's nicht nochmal. Ah, ein Rocketriepel. Ach, und jetzt wird auch noch Verstärkung. Eie. Hampelmann ist eine gute Bezeichnung.
Ja, bis zur Pokémon-Liga haben wir noch einen relativ weiten Weg. Weil wir sind ja gerade mal bei Orden 3. Das dauert noch ein bisschen. So, hier ist ein Pokémon-Center. Da können wir unsere Pokémon mal heilen, bevor wir in den Felstunnel gehen. Wieder mit den Leuten quatschen. So, hier sind noch mal ein paar Trainer. Oh, hier ist ein Item. Ja, jetzt. Das ist wieder ein Trainercoach. Kriegen wir da wieder eine schöne TM bestimmt als Belohnung. Ein Rasaf. Ja, es ist blöd, dass Pummelhof noch keine Feenattacke kann, sonst würde ich sagen, wir nehmen Pummelhof. Ich glaube, wir bleiben nochmal bei Pikachu. Können ja nochmal probieren, ob wir mit Donner treffen. Nee, das hat diesmal nicht geklappt. Aber dafür hat der Gegner auch nicht getroffen. Ja, Aquaknarre ist gut. Da machen wir Routenschlag für weg. Durchbruch, okay. Ich
Mal gucken, ob wir das Pummeluff beibringen können. Ja, dann machen wir das gleich mal. Dann machen wir Fund weg. Weil damit hat Pummeluff einen Vorteil gegenüber dann Gestein-Pokémon zum Beispiel oder Normal-Pokémon. Okay. Psyderwasser, ja, ist auch ziemlich stark. Dann bringen wir das mal Shellog bei. Na, Panzerschutz weg. Okay. Dann gucken wir nochmal unser Bonbonglas. Da haben wir so ein paar Verstärkungsbonbons. Und ich würde sagen, das geben wir einfach mal Pummeluff. Weil Pummeluff braucht ein bisschen stärkere Statuswerte. Also die Initiative ist echt ziemlich schlecht bei Pummeluff. Und die Verteidigung auch. Gucken, haben wir was für die Verteidigung? Das ist KP. Spezialverteidigung. Angriff. Spezialangriff. Nee, haben wir noch nicht. Naja, dann nehmen wir halt erstmal was für... Irgendwie... Ah, jetzt. Dann nehmen wir erstmal was, um die KP zu erhöhen. Okay. So, Leute, das war's für dieses Video. Im nächsten Video werden wir durch den Felstunnel gehen Richtung Lavandia. Und ja, mal gucken, was uns dann so erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Pikachu und ich würden uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.